Hallo und willkommen zurück zu Teil 12. Ja, ich musste dieses Video teilen. Warum, habe ich am Ende des letzten Videos erklärt, für Leute, die das Ende nicht ganz gesehen haben. Die Untertitel, die ich später einfüge, tue ich mit einem separaten Programm raus, sondern so müsste ich nicht diese komplette Datei durch dieses Programm rausrendern, was nämlich ein bisschen länger dauert. Also jetzt viel Spaß mit Teil 12. Wir haben es geschafft. Sein Buch. Ein Skelett. Mit einem Brief. Konnte er jemals so einen Fehlschlag realisieren? Welche Art von Ende ist dies? Unmöglich. Bis auf. Also, außer wenn. Mir steht nicht, das Rest ist da nie. Denn da nie ist so schlecht, dass ich damit was anfangen kann. Aber man kann ja von Büchern etc. keine Bilder machen. Was hilft ein alles Gold der Welt, wenn man tot ist? Nicht viel. Okay, das ist komisch texturiert. Ich glaube, das könnte ein leichter Texturfehler sein. Warum kann ich Yps nicht hängen hier sagen? So. So stolz auf mich. Oder sehe ich. Das ist ein Buch. Buch linkt dahin. Warum konnte er es nicht erreichen? Sie fahren ja dort ist die Baro-Höhle. Oder beziehungsweise das Ding. Leute, Sie fragen, was ich jetzt mache. Ich klicke mal drauf. Ich möchte wissen, ob ich an einen anderen Punkt ankomme. Oder ob ich wieder dort bin. Genau, wir sind hier. Man kommt hier nur hier zurück. Hier oben ist immer noch abgesperrt. Ich werde den Teil wahrscheinlich aufteilen, je nachdem wie lange jetzt ist.
dass es für mich ein bisschen leichter zum Bearbeiten ist. Ich muss mal schauen. Wenn das hier ein Video ist, dann wisst ihr, dass ich es nicht gemacht habe. Wenn das hier zwei Videos sind, wisst ihr warum. Man kann, glaube ich, hier nicht auf diese Dinger springen. Ich glaube, man fällt dann durch. Weil im Normalfall macht das ja auch keiner. Nun habe ich mal wieder was zu unterziehen. Ich wünsche viel Spaß. Ah, sie fressen mich schon wieder. Licht am Ende des Tunnels. You return again. Return to hear more. Return for a third pillar. It's an interesting cycle, this coming and going, giving and taking. Returning is what you must do. For you have torn in half the very being of one of the least. You have heard their pain. Don't falter. The bones of Guildmaster Kadish speak louder than words. His bones are the bones of Denis. He clung to the teachings of good King Nagin, who required good citizens to cling to their treasure. This Kadish you have seen would not give back, would not return, would not let go. He had long been one of the wealthiest of the Denis, owning more than he could possibly make use of. He built aegis to protect the extra, and when the fall came, he clung to his possessions over all else. And so you see only death in his vault. Extravagant death. It is an image of Denis. The people of Denis didn't return easily. They only would take until all was taken from them in the great returning, the fall that destroyed them. Denis fell only a few hundred years ago. All of it was removed. And my journey was similar. I could write things that no Denis had ever dreamed of. My writing smashed barriers held as absolutes for millennia. I could change things, I could move things. I could control things. I learned beyond my parents, I learned beyond all. I wrote aegis against any challengers, masters of the art, and they were beaten. I took all that I could hold. Only death can conquer pride so strong. For the Denis and for Yisha, it was death that moved me to return. All died. All but the least. The unproud. The Bahro considered themselves as dead already. And so they continued to watch Denis, always ready to give more away. And now they will return. Jo. Nee, ich wusste jetzt nicht, ob noch was kommt. Das ist manchmal das Problem. You return again. Return to hear more. Return for a third pillar. It's an interesting cycle, this coming and going. Giving and taking. Returning is what you must do. For you have torn in half the very being of one of the least. You have heard their pain. The bones of Guildmaster Kadish speak louder than words. His bones are the bones of Denis. He clung to the teachings of good King Nagin. Bla bla bla. So, aber an dieser Stelle beende ich den Part. Ich hoffe, es hat gefallen. Und wenn ja, dann bitte beim nächsten Mal wieder einschalten. Bis dann.